Heute sprechen wir wieder über Yu-Gi-Oh! Karten, die eigentlich ziemlich gut sind, die aktuell aber keiner spielt. Und ich werde euch heute einmal die Effekte geben, die Karten und einmal versuchen zu erklären, warum die aktuell keiner spielt. Natürlich ist das Format aktuell vielleicht nicht das Beste für verschiedene Handtraps und darüber sprechen wir gleich auch einmal. Vielleicht sind einige Karten gar nicht so bad, die ihr vielleicht considern könntet zu spielen gegen verschiedene Decks. Die erste Karte, die wir haben, ist tatsächlich einmal eine Handtrap, die aktuell wirklich keiner spielt, weil sie wahrscheinlich nicht so gut ist. Die Karte, über die ich einmal rede, ist einmal Skull Meister. Ein Level 4 Finsternis Unterweltlermonster, was einen Effekt hat, der wie folgt ist. Wenn ein Karteneffekt im Friedhof deines Gegners aktiviert wird, Schnelleffekt, du kannst diese Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen, annulliere den Effekt. Jetzt könnte man sagen, eigentlich ziemlich guter Effekt, denn wir können mit dieser Karte einen gegnerischen Effekt im Friedhof annullieren, was an sich ja ziemlich gut ist. Wenn wir uns so Decks angucken wie Despia, die machen was im Friedhof, die triggern Effekte, das ist ziemlich geil dagegen. Wenn man aber dann feststellt, dass es das einzige Deck ist, wogegen es einigermaßen okay ist, dann stellt man leicht fest, dass Decks wie Kashtira, wie Labyrinth, wie Sprite diese Karte komplett gar nicht juckt und deshalb wird die Karte aktuell auch einfach nicht gespielt, weil sie einfach nicht gut genug ist. Und das ist schade, weil das ist eine sehr coole Karte, die auch nicht einmal pro Spielzug ist. Heißt, wenn ihr davon zwei auf Hand habt, könnt ihr auch zwei davon benutzen. Deshalb wird es in Zukunft auch auf jeden Fall ein Format geben, wo wir Skullmeister auch wieder zurück im Format sehen werden. Aktuell ist es aber leider nicht der Fall. Das heißt, wenn ihr euch jetzt ein paar Kopien davon holen wollt, macht das, denn irgendwann wird sie spielbar sein. Und dadurch, dass sie aktuell nicht spielbar ist, kostet die auch nicht so viel. Aber ich würde sagen, machen wir weiter mit der nächsten Karte. Und das ist auch wieder eine Handtrap. Natürlich wird es heute nicht nur Handtraps geben, aber das ist noch eine Karte, über die ich mal sprechen möchte. Und das ist einmal Geistertrauende und Mondeskälte. Ist eine solide Karte. Natürlich wird sie so ein bisschen outclassed von Impermanence und Veiler. Und selbst die Karten sind aktuell so ein bisschen kritisch. Gucken wir uns einmal ganz kurz den Effekt von dieser Karte an. Falls dein Gegner ein oder mehr Monster offen als Spezialbeschwörung beschwört, außer während des Damage Steps, du kannst diese Karte abwerfen, dann ein jener offenen Monster wählen, annulliere bis zum Ende des Spielzugs seine Effekte. Zusätzlich erhält der Beherrscher jenes offenen Monsters Schaden in Höhe der Grund-ATK, falls er in diesem Spielzug das Spielfeld verlässt. Du kannst diesen Effekt von Geistertrauen und Mondeskälte nur einmal pro Spielzug verwenden. Und hier ist quasi der Teil, warum das nicht so relevant ist. Denn ihr müsst das auf die Spezialbeschwörung von einem Monster machen. Das heißt, ihr aktiviert das als Response auf die Spezialbeschwörung. Das heißt, ihr habt einen ganz spezifischen Zeitpunkt, wann ihr diese Karte aktivieren könnt. Und es ist sogar noch ein bisschen schlimmer. Denn ihr seht in dem Text hier, da fehlt etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das ist das Wort Schnelleffekt. Denn diese Karte ist im TCG, warum auch immer, ein Trigger-Effekt. Das bedeutet, die muss aktiviert werden, wenn der Gegner etwas spezial beschwört. Wenn das ein Schnelleffekt wäre, hätte die Möglichkeit, wenn das passiert, in derselben Kette die Karte anzuketten und das zu annullieren. Diese Karte muss aber immer auf die Beschwörung reagieren. Jetzt fragt ihr euch, hä, das ist doch das gleiche, als wenn ich die ankette. Nein. Und es ist ganz spezifisch, wenn der Gegner dran ist, ist das so ziemlich das gleiche. Wenn ihr dran seid, ist das nicht das gleiche. Denn, in Fun Fact, Trigger-Effekte werden immer so aufgelöst, dass der Zugspieler, also in dem Fall ihr, Trigger-Effekte zuerst aktiviert und dann der Gegner. Das würde bedeuten, wenn euer Gegner in eurer Runde ein Albers beschwört, durch meinetwegen Branded in Red, wie auch immer das passiert, ist ja erstmal egal, dann habt ihr die Möglichkeit, mit dieser Karte auf die Beschwörung zu reagieren. Das heißt, Chainlink 1 ist dann einmal Moonlit, ihr targetet einmal den Albers. Chainlink 2 ist der Beschwörungseffekt von Albers und der macht eine Fusionsbeschwörung. Das heißt, ihr könnt mit Moonlit diese Karte nicht annullieren. Die war auch im letzten Format schon nicht so gut, weil auch bei den Telemetz-Karten genau das gleiche. Der ist Chainlink 1, Chainlink 2 kommen die Effekte durch. Heißt, die Karte ist effektiv kein Negate in eurer Runde. Und das ist kritisch, wenn ihr quasi auch Sachen haben wollt, die in eurer Runde den Gegner aufhalten können. Na klar, da ist Veiler auch richtig scheiße, aber Veiler ist zumindest in der Gegnerrunde so gut, dass wir entscheiden können, wann wir das benutzen können. Und wir können Veiler auf normal beschworene Monster machen, was die Karte nochmal deutlich besser macht. Und Infinite Impermanence, brauchen wir nicht überreden, die können wir setzen, zusätzlich annullieren, ist die eindeutig bessere Karte als jetzt Moonlit oder halt auch Veiler zum Beispiel. Und deshalb ist die Karte aktuell auch nicht gespielt. Und das ist halt so ziemlich der Grund dafür. Wenn ihr das nicht wusstet, lasst mir gerne mal ein Like dafür, das Video,
denn ich habe öfter mal solche Funfacts für euch und das ist einer von denen. Machen wir aber weiter mit der nächsten Karte und das ist einmal die tolle Karte Mitfahrgelegenheit oder Shared Ride. Meiner Meinung nach eine sehr coole Karte und es ist schade, dass sie aktuell keinen Play sieht, weil ich glaube, die hat sogar einen Platz im Format, weil die gar nicht so schlecht ist, wenn ihr First geht. Was kann denn die Karte? Für den Rest dieses Spielzuges, jedes Mal, wenn der Hand deines Gegners ein oder mehr Karten vom Main Deck oder Friedhof hinzugefügt werden, außer durch Ziehen, ziehst du sofort eine Karte. Du kannst nur eine Mitfahrgelegenheit pro Spielzug aktivieren. Diese Karte ist also Mini Max C. Die Karte ist wirklich gut, wenn ihr gegen ein Deck spielt, was extrem viele Karten der Hand hinzufügt. Sei es vom Friedhof, sei es vom Deck. Kashtira, Sprite und auch Despia suchen sehr viel und nehmen auch Karten vom Friedhof wieder auf die Hand. Sprite jetzt nicht unbedingt, Kashtira auch nicht, aber die suchen halt sehr viel im Deck. Heißt, ihr könnt mit dieser Karte, wenn ihr das gut anschillt, plus 3, plus 4 gehen, wenn das wirklich halt gut läuft für euch. Deswegen ist eine Karte, die ist gar nicht so schlecht. Warum spielt sie aktuell keiner? Die Karte verhindert halt einfach nichts. Das heißt, wenn der Gegner einfach durchspielen kann, selbst wenn die, sagen wir mal, 4 Karten bekommt, reichen die meistens nicht, um den Gegner kaputt zu machen. Und ihr wollt den Gegner kaputt machen. Und die Karte kämpft halt gegen andere Karten, die theoretisch besser sind. Wie eine Karte wie Book of Eclipse zum Beispiel oder selbst Book of Moon. Wenn ihr nämlich gegen Kashtira spielt, sind diese Karten deutlich besser. Selbst gegen Sprite sind die beiden Karten deutlich besser. Denn ihr könnt das einfach auf die Summon machen, könnt das Monster face down flippen und er kann dann keine anderen Monster mehr spezial beschwören, was auch ziemlich gut sein kann. Ein anderer Aspekt ist, gegen Despia selber ist sie zwar richtig gut, aber wenn Despia in der Engine einfach durchkommt, haben die nachher so viel Zeug, dass selbst wenn ihr das Board brechen könnt und er durchspielt, haben die so einen krassen Follow-up, dass die euch danach halt komplett hops nehmen, wenn ihr das selber nicht establishen könnt, dass ihr selber Follow-up habt. Und deshalb ist die Karte zwar gut, aber nicht gut genug in Bezug zu anderen Karten, dass sie im aktuellen Format gespielt wird. Aber meiner Meinung nach immer so ein Sleeper-Pick, eine Karte, die man durchaus spielen kann, wenn ihr ein Deck spielt, was viele Ressourcen braucht, um mal zu spielen und mit mehr Ressourcen wirklich gut spielen kann. Denn klar, das können sehr viele Decks, aber es gibt viele Decks, denen quasi 4 Karten mehr nicht wirklich super viel bringen, weil die eigentlich in der Engine selber schon so gut sind, dass denen diese Extra-Karten nicht unbedingt helfen. Kommen wir zur nächsten Karte und das ist einer der besten Karten, die je geschrieben wurde. Wenn es nicht einen ganz kleinen Teil im Text geben würde, der das verhindert. Sprechen wir darüber. Die Karte ist einmal Schlag der Hexe oder Witch's Strike. Meiner Meinung nach ein unglaubliches Artwork. Coole Geschichte um das Artwork drumherum, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Was macht denn die Karte Schlag der Hexe? Falls dein Gegner die Normal- oder Spezialbeschwörung eines oder mehr Monster oder die Aktivierung einer Karte oder eines Effekts annulliert, zerstöre alle Karten, die dein Gegner kontrolliert und in seiner Hand. Wow, das ist ein Effekt, der ist heftig. Das heißt, wenn euer Gegner die Summon annulliert von einem eurer Monster oder die Aktivierung von einem eurer Effekte, dann geht ihr euch richtig viel Value. Zwei Punkte, warum die kein Play sieht. Der erste Punkt ist, das ist eine Fallenkarte. Das heißt, ihr müsst die setzen, präventiv, damit der Gegner dann was tun kann. Das sind zwei Conditions, die nicht unbedingt ziemlich gut sind, denn ihr nehmt eine Karte, die richtig gut ist und relyt darauf, dass der Gegner euch irgendwie stoppt, wenn er dran ist. Was weird ist. Aber das ist pauschal ja gar nicht so schlimm. Das könnte ja aufkommen. Das ist auch gar nicht so eine verkehrte Sache. Der zweite Faktor ist, dass es in dem Text eine kleine Passage gibt, die sagt, die Aktivierung einer Karte. Und es gibt nicht super viele Sachen, die die Aktivierung einer Karte annullieren, sondern sehr viele annullieren den Effekt. Und da ist es, wo die Karte scheitert. Eine Handrare zum Beispiel, wie Ash Blossom, ist eine gute Karte, die annulliert den Effekt. Heißt Witch's Strike, triggert nicht darauf. Der zweite Faktor, warum die Karte nicht ganz so geil ist, das ist eine normale Fallenkarte. Das heißt Spell Speed 2. Jede Karte, die einen Fallenkarteneffekt annullieren kann, kann die Karte aufhalten. Wenn die Karte eine Countertrap wäre, wäre sie zwar immer auch noch nicht gut, aber sie wäre deutlich besser. Und ich finde es irgendwie faszinierend, dass diese Karte so einen unglaublich kranken Effekt hat,
aber halt niemand diese Karte spielt, wegen dieser beiden Downsides, die im großen Spektrum eigentlich gar nicht so wild klingen, die es aber leider sind, wenn man sich das Yu-Gi-Oh! Spiel aktuell einfach mal anguckt, ist das schon eine ganz krasse Downside. Kommen wir zur letzten Karte für heute. Und das ist eine Karte, die wird viele überraschen. Und das ist einmal die Karte Blitzsturm, also Lightning Storm. Jetzt könnt ihr einmal wild in den Kommentaren tippen, oh ja, aber die hat dort da gespielt, da gespielt. Ja, die wird aktuell zu einem gewissen Grad gespielt. Aber es werden sehr, sehr viele Leute diese Karte in Zukunft aus ihren Decks rausnehmen. Weil sie merken, dass sie gegen die meisten Decks, gegen die die Karte gut wäre, aktuell nicht funktional ist. Ein Deck wie Labyrinth zum Beispiel. Das ist ein gutes Deck, das setzt Backrow. Das hat eine Karte wie King of the Sky Prison. Der protected die Backrow. Ein Deck wie Traptrix, gutes Deck, das protected die Backrow. Das heißt, um mal diesen Immediate Impact zu haben gegen die Deckskin, die es richtig gut ist, kritisch. Aber für alle, die es nicht wissen, warum auch immer, lesen wir einmal kurz den Effekt vom Blitzsturm durch. Falls du keine offenen Karten kontrollierst, aktiviere einen dieser Effekte. Zerstöre alle Monster in Angriffsposition, die dein Gegner kontrolliert. Zerstöre alle Zauber und Fallen, die dein Gegner kontrolliert. Du kannst nur einen Blitzsturm pro Spielzug aktivieren. Guter Effekt. Der erste Teil des Effekts mit dem Monster zerstören taucht aktuell nicht so oft auf, weil die meisten Monster irgendwie da in Death liegen werden oder das ein Monster ist, was zerstören könnt. Ja, wow. Wenn euch jetzt ordentlich unbedingt das Game gewinnen. Und der zweite Effekt habe ich gerade schon erklärt. Die Decks, gegen die es wirklich gut wäre, ist halt nicht so gut. Ich glaube, die einzigen Varianten, wo wir diese Karte wirklich aktuell im Format sehen werden, ist vielleicht in Decks, die wirklich gegen Backrow-Decks extrem strugglen und neben anderen Backrow-Removal-Karten noch eine Karte brauchen und dann die spielen. Oder in Decks, die wirklich straight up second gehen und versuchen mit Power-Spells den Gegner komplett hops zu nehmen. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Karte doch irgendwo Play sieht. Aber ich glaube aktuell, für das, was sie tun müsste, um halt extrem viel gespielt zu werden, ist sie, auch wenn es blöd klingt, nicht gut genug, um das zu accomplishen. Denn eine Karte wie Evenly Matched zum Beispiel macht da einfach einen besseren Job. Denn wenn ihr second geht, ihr droppt die, dann hat der Gegner quasi noch eine Karte, wenn er es nicht emulieren kann. Aber das hilft euch deutlich mehr, als wenn ihr quasi eins von den beiden Sachen rausnimmt. Und die meisten Decks haben ja aktuell auch Monster, Zauberfallen, so eine Mischung aus beiden, die irgendwie ein bisschen nervig sind. Deswegen nicht so gut. Ich habe übrigens auch ein Deck vergessen, wogegen ihr das spielen könntet. Und das ist einmal Runic, aber die haben eine In-Engine-Out-Karte. Und das ist einmal Hugin, die einfach Sachen protecten kann. Ja, das war's schon von dem heutigen Video. Wenn ihr mehr Karten sehen wollt, die gut sind, aber aktuell keiner spielt, schreibt es mal in die Kommentare, welche Karten, die ihr aktuell denkt, sind eigentlich ziemlich gut, aber spielt irgendwie keine Sau. Lasst mich wissen, bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.